Im Rahmen unserer Themenwoche Charttechnik möchten wir uns auch mit technischen Modellen beschäftigen, die über die reine Charttechnik hinausgehen. Und ein solches Modell hat beispielsweise das Bankhaus Bauer in seiner Vermögensverwaltung im Gebrauch. Der spannende Name Quanticore Multistrategiekonzept. Thomas Metzger vom Bankhaus Bauer, das hört sich spannend an. Was genau steckt da dahinter? Nun, vieles, was in diesem Modell steckt, lässt schon der Name vermuten. Quanticore, das heißt, es ist ein quantitativ-technisches Modell. Und das bedeutet eben, dass wir ausschließlich technische Faktoren heranziehen, um eben Investmentsignale zu erhalten. Man sieht es auch ein bisschen auf unserem ersten Schaubild. Wir verdichten im Grunde vier unterschiedliche quantitative technische Modelle zum Gesamtsystem. Quantitativ bedeutet dabei, wir handeln nach ganz klaren Investmentregeln. Das Bauchgefühl des Fondsmanagers wird ausgeschaltet. Das System gibt uns jeden Tag für verschiedene Märkte ein Handelssignal. Und läuft somit automatisch, wenn man so will. Es ist ein Computersystem. Wie sieht das Innere dieses Systems aus? Können wir uns auf der nächsten Übersicht etwas anschauen. Im Grunde verdichten wir Indikatoren zu unterschiedlichen Modellen, zu Teilstrategien. Und diese Teilstrategien fasst dann unser Computermodell schlussendlich zur quantitativen Quanticore-Strategie zusammen. Und dieses Modell lassen wir dann eben über verschiedene Märkte laufen und erhalten Long- als auch Short-Signale. Welche Vorteile hat das gegenüber der klassischen Charttechnik? Der klare Vorteil liegt eben darin, dass wir nicht nur die reine Charttechnik anwenden. Sie spielt auch eine große Rolle bei diesem Modell. Aber wir verwenden eben darüber hinaus noch technische Indikatoren. Das bedeutet, wir schauen nicht nur die Chartbilder an, also arbeiten nicht nur mit Ausbrüchen, mit Widerständen oder mit gewissen Formationen, sondern wir beschäftigen uns auch mit technischen Indikatoren, die uns zum Beispiel eine Aussage geben, wie stark im Moment ein Kursaufschwung verläuft oder welche Handelsvolumina dahinter stecken. Und Sie haben uns ein aktuelles Beispiel mitgebracht, der S&P 500, eine Grafik, die wir uns jetzt mal gemeinsam anschauen wollen, wenn Sie es ein bisschen erklären. Ja, im Grunde sieht man auf dieser Grafik die Handelssignale von Quanticore. Es ist einfach ein Ausschnitt, ein Zeitausschnitt aus dem S&P 500 und man sieht die Long- und Short-Signale etwas. Man sieht, dass Quanticore kein High-Frequency-Trading-Modell ist, dass wir hier nicht ständig Signale produzieren, sehr stark handeln, sondern im Grunde gehen wir hier taktische Positionen ein, die teilweise nur 3 Tage in den Märkten liegen, die teilweise auch einige Wochen in den Märkten liegen. Also der Sinn des Systems ist es wirklich, taktische Signale zu spielen, taktisch in die Märkte hinein und wieder herauszugehen und eben auch die Möglichkeit zu besitzen, an fallenden Märkten mit einem Short-Signal zu verdienen. Hand aufs Herz, liegt das Modell immer richtig oder wo stößt es auch an seine Grenzen? Natürlich stößt Quanticore auch an seine Grenzen. Wir würden lügen, wenn wir behaupten würden, natürlich, dass wir immer richtig liegen. Wir können allerdings behaupten, in den letzten Jahren, seit wir das Modell im realen Umfeld im Einsatz haben, dass wir vor allem, was die Drawdowns, also die Kursrückschläge des Modells angeht und auch die Volatilität, sehr gute Ergebnisse zu verzeichnen haben. Was auch die Backtests angeht, also der Test des Modells in einem theoretischen Umfeld, in einer Theorie zurückgerechnet, sind wir sehr, sehr zufrieden mit den Ergebnissen. Gerade was eben die Schwankungsbreite angeht, da sind wir der Meinung, dass das für Investoren sehr wichtig ist, nicht nur auf die Ergebnisse zu schauen, also auf die Performance, sondern eben auch auf die Drawdowns und die Schwankungsbreite, da sind wir ganz zufrieden. Und wie setzen Sie das Modell bei der Vermögensverwaltung ein und beziehungsweise bei welchen Werten kommt es zum Einsatz? Wie ich schon erwähnt hatte, Quanticore lassen wir über ganz unterschiedliche Märkte laufen. Das sind die Aktienmärkte. Wir können das Modell genauso über Rohstoffe laufen lassen oder über Währungen. Also es handelt sich nicht um ein Produkt, sondern wirklich um meine Investmentidee, um ein Modell, das in ganz vielfältiger Weise im Portfolio zum Einsatz kommt. Es ist zum Beispiel möglich, die Signale 1:1 umzusetzen. Hier haben wir entsprechende Investmentlösungen kreiert für Investoren. Es ist möglich, dieses Modell als Overlay für ein bestehendes Portfolio zu verwenden, also zum Beispiel immer bei einem Short-Signal auf den Aktienmarkt den Aktienbestand abzusichern. Genauso kann ein Investor nur die Long-Signale spielen, indem er eben die entsprechenden Märkte kauft, wenn wir ein Long-Signal erhalten. Also es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, mit diesen Investmentsignalen zu arbeiten. Soweit Thomas Metzger vom Bankhaus Bauer, der uns ein technisches Modell vorgestellt hat, das über die reine Charttechnik hinausgeht. Herzlichen Dank für die vielen Informationen. Vielen Dank.